Wunderbar, danke schön. Also ich werde in diesem Vortrag nicht so viel über LibreOffice, über die Software reden. Ich gehe davon aus, ihr kennt schon alle LibreOffice, gell? Hände hoch, wer benutzt eigentlich LibreOffice hier? Das ist, glaube ich, ja alle. Gell? Also ja, in diesem Vortrag geht es nicht um LibreOffice, um die Software, sondern ein bisschen Hintergrund, was wir machen. Mein Name ist Mike Saunders von The Document Foundation, also ich bin von der Stiftung hinter LibreOffice, die Stiftung, die die Entwicklung von LibreOffice unterstützt und fördert und so weiter. Ich bin gebürtiger Engländer, ich wohne in München seit 4 Jahren, deshalb kann ich ein bisschen Deutsch und ein bisschen Bayerisch sprechen. Aber ja, wie gesagt, ich arbeite für The Document Foundation in Marketing und PR, obwohl das jetzt ein ziemlich großer Bereich ist. Aber seit 20 Jahren bin ich in freier Software und Open Source. Ich habe für Zeitschriften gearbeitet, wie Linux Format und Linux Voice hier. Linux Voice haben wir per Crowdfunding gegründet in 2013. Und ich habe sogar mein eigenes kleines Betriebssystem gebastelt. Es ist ähnlich wie MS-DOS, aber es ist Open Source. Also Open Source ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, deshalb bin ich hier mit meinem Kollegen Christian Lohmeier. Er ist Release Engineer von LibreOffice. Wenn ihr technische Fragen habt über LibreOffice, dann ihr könnt ihn fragen. Er ist da draußen. Fangen wir an mit ein paar Begriffen. So, LibreOffice, ihr kennt schon alle LibreOffice, die Software, wie ich erwähnt habe, und also die freie Office Suite von Millionen Anwendern weltweit genutzt. Wir schätzen zurzeit über 100 Millionen Endbenutzer von LibreOffice. Das ist schwer zu sagen, ja, es ist schwer zu zählen, weil es gibt verschiedene Mirror-Servers. Alle, die LibreOffice auf Linux benutzen, haben wohl LibreOffice nicht von unserer Seite herunterladen, sondern von ja, Distri, Repositories und so weiter. Also nicht direkt von uns. Wir können nicht so genau zählen, wie viele Endbenutzer es eigentlich gibt. Aber wir schätzen zurzeit über 100 Millionen. Das ist ziemlich, ziemlich groß. Aber LibreOffice ist nicht nur ein Office-Paket, sondern auch eine große weltweite Community. Und das ist uns ganz wichtig. Nicht nur das Produkt, sondern auch die Community. Also das Projekt und die Gemeinschaft. Wir haben hunderte Beitragenden rund um den Globus, jedes Jahr noch ein paar mehr dazu. Und ja, und The Document Foundation steht dahinter, wie gesagt, eine gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Ja, und das Hauptziel ist, Förderung und Entwicklung von Office-Software zur freien Nutzung durch jedermann. Und ihr habt vielleicht gemerkt, The Document Foundation, im Namen gibt es kein LibreOffice. Ja? Das ist anders. Und das ist, wir haben das ganz bewusst getan, kein Produktname, weil es andere Projekte in The Document Foundation gibt. Ja? Also LibreOffice ist das Hauptprojekt. Ja? Alle kennen schon LibreOffice. Aber es gibt zum Beispiel Document Liberation Project, vielleicht hat jemand davon gehört. Das ist so eine Art Schwesterprojekt für LibreOffice. Nicht so groß, nicht so bekannt, aber das Document Liberation Project entwickelt Softwarebibliotheken zum Importieren und Exportieren von verschiedenen Dateiformaten, besonders proprietäre Dateien, ja, von alten Software, von proprietären Software. Und ja, also es gibt zurzeit fast 10, 15, 20 Bibliotheken, die entwickelt werden für Documents Liberation Project. Und diese Bibliotheken werden dann auch in anderen freie Software-Projekten benutzt, wie zum Beispiel Inkscape und Scribus, oder Scribus, sagt man? Scribus, Scribus? Egal. Und Caligra auch. Und natürlich LibreOffice. Aber es ist, ja, das ist auch ein wichtiges Projekt. Vielleicht habt ihr auch gehört, letztes Jahr, da gab es einige Gespräche zwischen Mozilla Thunderbird
und der Document Foundation. Ja, damals wollte Thunderbird ein neues Zuhause, oder die Gemeinschaft da hat ein neues Zuhause gesucht, und da gab es ein paar Besprechungen zwischen uns. Am Ende, die wollten mit Mozilla Foundation bleiben, aber ja, wir sind die Document Foundation, weil es geht nicht nur um LibreOffice. Schauen wir mal, was in der Zukunft passiert. Ja. Zurzeit ist LibreOffice das Hauptprojekt und wir konzentrieren uns darauf. Aber wie gesagt, es gibt andere Dinge auch. So, etwas über unsere Philosophie, die Weiterentwicklung von Produkt und, wie gesagt, unsere Community. Und das ist ganz wichtig zurzeit, die Community. Wir sind jetzt, LibreOffice gibt es seit 2010, glaube ich, dass die Software ist stabil, ist bekannt meistens, ist weit benutzt. Also wir können sagen, das ist mehr oder weniger ein Erfolg. Aber was die Community angeht, wir brauchen immer mehr neue Leute, immer mehr neue Beitragende. Ja, und zurzeit arbeiten wir an einer Android-Version, LibreOffice Viewer, eine Cloud-Version. Ich werde ein paar Minuten ein bisschen mehr darüber sprechen. Veranstaltungen auch jedes Jahr. Wir haben unsere LibreOffice-Konferenz. Und ja, da wir eine Stiftung sind, haben wir diese Werte und Ideale der Community verankert werden konnten. Also Offenheit und Transparenz ist für uns ganz wichtig. Sowie die Unabhängigkeit von einem einzelnen Sponsor. Ja, vielleicht, wenn ihr die Geschichte von LibreOffice und OpenOffice.org kennt, dann wisst ihr, ja, das war, OpenOffice war von Sun Microsystems damals, also ein Open-Source-Projekt, aber Sun Microsystems hatte ziemlich viel Kontrolle. Und dann wurde Sun von Oracle gekauft. Und ja, dann gab es noch eine riesengroße Firma, die riesengroßen Einfluss auf OpenOffice.org hatte. Und ja, deshalb sind wir jetzt eine unabhängige Stiftung, keinen einzelnen Sponsor. Also wir bekommen pro Jahr 80.000 Einzelspenden, fast ausschließlich von Endbenutzer. Also ja, wir sind nicht auf eine bestimmten Firma angewiesen, das ist sehr gut. Wir wollen auch ein Ökosystem bauen. Wir sind kein Dienstleister von LibreOffice. Ja, wir bieten keine technische Unterstützung an. Wir bieten selbst LibreOffice Online, die Cloud-Version, nicht an. Das ist nicht unser Ziel. Ja? Wir bekommen ständig viele Fragen von Endbenutzern. Oh, wann kann ich LibreOffice Online auf Ihrer Webseite benutzen, wie Google Docs oder Microsoft 365, und wir sagen, nee, das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, das ist nicht unser Ziel. Wir unterstützen die Entwicklung davon, wir machen, was wir können, aber dann andere Firmen, andere Organisationen in unserem Ökosystem können das selbst machen. Und das ist wichtig. Dann profitieren sie davon, die arbeiten an den LibreOffice Quellcode, die bringen neue Funktionen rein, alle sind zufrieden, gell? Und Einstiegshürden senken. LibreOffice besteht aus circa 9 Millionen Zeilen Quellcode zurzeit. Ja, ziemlich viel. Und wie ihr wohl wisst, dieser Quellcode hat eine lange Geschichte. Wir sind zum 1985 zurück. Es gibt immer noch viele Kommentare auf Deutsch im Quellcode. Aber in den letzten Jahren, besonders in den letzten Jahren, haben unsere Entwickler und unsere Community sehr viel daran gearbeitet, den Quellcode leichter zu machen oder zugänglicher zu machen. Ja? LibreOffice zu kompilieren ist heutzutage, ich glaube, das braucht nur einen Befehl, ja, statt 20.000 Befehle. Also wir wollen, dass es diese Einstiegshürde entfernen. Wir haben Easy Hacks, das sind kleine Aufgaben für Entwickler, für Übersetzer und andere Subprojekte. Also kleine Aufgaben, die alle machen können, die etwas beitragen wollen. Wir haben Hackfeste, zweimal, dreimal im Jahr, wo Leute zusammenkommen können und Ideen austauschen und an neue Funktionen arbeiten. GSOC, also Google Summer of Code, ist uns ganz wichtig. Jedes Jahr haben wir einige
GSOC-Studenten, die an neuen Funktionen arbeiten oder Bugs beheben und auch Workshops. Und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ist auch wichtig. Da haben wir die Open Source Business Alliance, OASIS, Open Source Initiative, Open Doc Society, die sich um ODF, Open Document, kümmert. Also ja, unsere Philosophie zusammengefasst ist aus der Community für die Community. Ja. So, ein paar Wörter über die Stiftung, über The Document Foundation. Also warum haben wir eine Stiftung gegründet? Ich war damals nicht dabei, das war in 2011, glaube ich. Aber wie gesagt, nachdem die Geschichte von OpenOffice.org von einigen großen Firmen geprägt wurde, hatten die Leute damals eine Idee, right, wir gründen eine Stiftung. Ja? Wir machen das auf Dauer, da gibt es Stabilität, der Stiftungszweck kann nicht geändert werden. Also, wie gesagt, wir machen freie, kostenlose, open-source Office-Software für jeden auf der ganzen Welt. Und ja, keine große Firma kann uns einfach kaufen oder unseren Zweck ändern oder irgendwas Ähnliches. Und damit gibt es Sicherheit für die Community, für Endbenutzer und für Firmen, die auch LibreOffice benutzen. Wir sind der Treuhänder für Marken und Domains. Wir nehmen die Spenden an. Also wie gesagt, ungefähr 80.000 Spende pro Jahr, Einzelspende von Leuten, die LibreOffice herunterladen, und wir verwalten das Geld, wir entscheiden, womit das Geld fließt, was machen wir mit dem Geld. Und wie ich schon erwähnt habe, wir sind kein Dienstleister. Ja? Wir sind kein Dienstleister. Und da gibt es etwas, ich werde das alles hier nicht erklären, das ist wie die verschiedenen Stiftungsorgane zusammenkommen. Wir haben einen Vorstand, ein Mitgliederkuratorium, ein Mitgliederkomitee. Und da sieht man, wie alles gewählt wird. Und ein Beirat auch. Also ja, ihr könnt sehen, wie viele Leute. Wir haben zurzeit 190 Mitglieder im Mitgliederkuratorium. Aber alle, die im Projekt aktiv sind, können Mitglieder werden, wenn man 6 Monate lang im Community ist und etwas getan hat, dann kann man einfach Mitglied werden und dann den Vorstand wählen und, wie ihr seht, alle verschiedene andere Dinge machen. So das ist, wie alles zusammenpasst. Und ja, wenn man Mitglied werden möchte, Geldspende qualifiziert nicht. Es geht nicht um Geld, es geht um Meritokratie. So, ja, 190 Personen zurzeit im Mitgliederkuratorium wird quartalsweise neu besetzt. Wir haben diesen Ein-Drittel-Regel gegen Interessenskonflikte. Und das heißt, in unserem Vorstand und in unserem, wo waren wir, in unserem Mitgliedskomitee und unserem Beirat kann nur 1/3 der Leute können von einer bestimmten Firma kommen, ja? Also das ist ganz wichtig, damit keine, wie die Geschichte gezeigt hat, dass keine große Firma so viel Einfluss haben kann. Also deshalb haben wir diese Ein-Drittel-Regel. Offenheit und Transparenz habe ich erwähnt. Unsere Vorstandssitzungen sind öffentlich, Entscheidungen sind öffentlich, Budget ist öffentlich oder fast öffentlich. Jahresbericht ist öffentlich, wir arbeiten daran. Mailingliste des Vorstands, vertrauliche Entscheidungen müssen bei Wegfall des Geheimhaltungsbedürfnisses veröffentlicht werden. Also ja, fast alles, was möglich ist, ist offen für alle zu lesen, unsere Entscheidungen, warum machen wir, was wir machen. So, einige Errungenschaften von den letzten Jahren. LibreOffice ist die führende freie Office Suite für Linux und andere Betriebssysteme, die egal sind. Und die Software ist zurzeit verfügbar in unter 110 Sprachen und da haben wir digitale Teilhabe. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir können, und nicht wir, unsere Gemeinschaft kann LibreOffice anbieten in Sprachen, wo Microsoft oder Google oder so
niemals macht. Gell? Kleine Sprachen oder Sprachen in anderen Ecken der Welt, wir sind stolz darauf, oder unsere Community ist stolz darauf, dass wir das Office-Paket in so viele verschiedene Sprachen haben. Es gibt LibreOffice Portable für Windows, aber wie gesagt, wer benutzt sowas? Zwei neue Versionen pro Jahr. Wir sind auf ein Time-Based Release Schedule, wie man das auch Deutsch sagt, aber jedes Jahr gibt es immer zwei neue Versionen. Normalerweise im Februar und 6 Monate später, August oder August, glaube ich. Also zurzeit haben wir 6.0, die neueste Version, die Fresh-Version, und Still 5.4, ein bisschen älter, aber mehr, die beide sind stabil, aber 5.4 ist einfach länger da, vielleicht besser für große Unternehmen und so. Und im August kommt LibreOffice 6.1. Ich werde im Moment ein bisschen mehr darüber sprechen, mit verbesserter Interoperabilität. So, es gibt auch andere Versionen von LibreOffice. Wir haben ein Impress Remote. Vielleicht hätte ich das auch benutzen sollen, aber mit diesem App kann man LibreOffice Impress fernsteuern über WLAN und Bluetooth. Es ist für Android und iOS. Was haben wir noch? LibreOffice für Android. Hat jemand hier diese Software benutzt oder ausprobiert? Ja? Ja? Schon ein bisschen hier, ja. Aus genau dem Grund. Ja, es fehlt einige Funktionen immer noch. Zurzeit heißt es LibreOffice Viewer. Ja, du kannst Dokumente damit anschauen, aber bearbeiten kann man, aber das ist zurzeit eine experimentelle Funktion. Wir würden das gerne weitermachen, aber ja, wir sind unsere Stiftung, wir haben nur 8 oder 9 Personen in unserer Stiftung, in The Document Foundation. Also wir sind ziemlich klein, wir können nicht alles machen. Also je mehr Leute, desto besser. Also wenn jemand hier ein bisschen Kenntnis von Android-Entwicklung hat, dann bitte greift zu. Aber was wichtig ist, ist, diese Version für Android ist basierend auf dieselbe Engine und Framework wie die Desktop-Version. Also was ihr auf dem Bildschirm seht, ist genau wie auf einem normalen Rechner. Ja. Selbst wenn die Android-Version ziemlich wenige Funktionen hat, Dokumente sehen gleich aus. Und das ist ganz wichtig. So wie bei LibreOffice Online. Das ist eine Cloud-Version, eine Web-Version von LibreOffice. Aber auch diese Version nutzt denselben Code und dieselbe Engine wie die Desktop-Version. Also Dokumente sehen gleich aus. Das ist ein Eat Your Own Dog Food Bild von vor ein paar Tagen. Also das ist ein echtes Bild von, ich habe mit einem Kollegen gearbeitet, an einem Dokument, da gibt es Bilder dazu, Change Tracking, ja, Kommentare und so weiter. Also es wird noch weiterentwickelt, diese Version. Die hat nicht alle Funktionen der Desktop-Version, aber mit jeder neuen Version gibt es mehr Funktionen. Und ja, ihr könnt es alle ausprobieren, einfach runterladen. Wenn es eine neue Version von LibreOffice gibt, gibt es immer gleichzeitig Quellcode für LibreOffice Online oder Docker-Images auch. Ich glaube, das macht es einfacher. Ich kenne Docker gar nicht. Aber, was haben wir noch? So, Erweiterungen und Vorlagen, also Extensions und Templates. Wir haben diese Webseite aktualisiert, ich glaube vor einem Jahr oder so. Da gibt es zurzeit 700 Erweiterungen und Vorlagen. Ja, noch mehr wär wunderbar auch. Diese Webseite ist mehrsprachig. Und dann haben wir auch eine andere Webseite, Ask LibreOffice. Also das ist User helfen usen. Und die Idee hier ist, also in der Vergangenheit würden wir sagen, wenn jemand eine Frage hat, würden wir sagen, ah, Sie können diese Mailingliste anrufen oder auf IAC gehen und Hilfe da bekommen. Aber ja, einige Endbenutzer erwarten etwas Modernes heutzutage. Deshalb haben wir diese Seite erstellt auf mehreren Sprachen, Ask LibreOffice.
Alle können einfach eine Frage stellen, alle anderen können antworten oder Kommentare dazu geben. Dann gibt es dieses Voting-System da. Ja. So, was machen wir noch in der Durkin Foundation? Ist ein Zertifizierungsprogramm. Das ist auch Teil dieses Ökosystems. Wir haben zertifizierte Entwickler, Migrationsexperten und Trainer. Ja, ich werde das hier nicht alles erklären, aber ihr könnt auf der Webseite sehen, wie das so funktioniert. Alle TDF-Mitglieder können zertifiziert werden, so wie jetzt Beirats- und Free Software Foundation Mitglieder seit 2017. Das Documents Liberation Projekt habe ich schon erwähnt. Hier gibt es noch ein paar Wörter dazu. Wie gesagt, ein Filter für alte proprietäre Dokumentformate gegen Vendor Lock-in, der auch den Weg zum Open Document Format ebnet. Und wie gesagt, diese Bibliotheken werden in verschiedenen anderen Open Source Projekten verwendet. So, wohin gehen wir jetzt? Was machen wir? Na, ich kann das nicht sagen. Wir in der Document Foundation, wir erstellen keinen riesengroßen Roadmap. Ja, wie gesagt, wir sind nur 9 Leute. Wir kümmern uns um Marketing und Design und Documentation und so. Es geht nicht um unsere Entscheidungen. Ja, welche Funktionen soll LibreOffice haben? An welchen Teilen sollten wir mehr arbeiten? Das ist etwas für die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft entscheidet, was kommt. Und da wir neue Versionen von LibreOffice jeden 6 Monate haben, dann es ist nicht so, als ob wir sagen müssen, oh, wir brauchen diese neue Funktion, dann warten wir, bis es fertig ist. Einfach jede 6 Monate, es gibt eine neue Version, wenn eine neue Funktion schon bereit ist, schon fertig ist, gut, wenn nicht, die nächste Version. Also LibreOffice Online ist ganz wichtig, wie ich gesagt habe, aber wir vergessen die Desktop-Version nicht. Und besonders zur Zeit, gell, mit diesen Eklaten über Datenaustausch und Facebook und Cloud und all diese Dinge. Viele Leute wollen immer noch eine Desktop-Version. Die fragen uns nach, die schicken uns E-Mails und die sagen, wird LibreOffice Desktop meine Dateien an die Regierung schicken? Wir sagen, ja, soweit wir wissen, ja, Bundesnachrichtendienst, ich weiß nicht, was sie macht, aber ja, viele Leute wollen Software, die ohne Internetzugang benutzen können. Das sieht nicht so gut aus. Oh, okay, dann mache ich nichts mehr. Und auch, wir haben eine experimentelle Funktion seit LibreOffice 5.3 oder 5.4, glaube ich. Und das ist diese Notebook-Bar. Das ist eine andere Benutzeroberfläche für LibreOffice. Ja. Es gibt normalerweise diese Menü- und Seitenleiste, sagt man, für Toolbars. Und, ja. Aber unser Design-Team, unsere Design-Community arbeitet zurzeit an dieser andere Variante. Und keine Sorge, die originelle Oberfläche bleibt. Das ist, viele denken, ihr wollt etwas wie andere Firmen machen, ihr wollt, dass LibreOffice so anders ausschaut. Nein, ich mag die normale, traditionelle Oberfläche, aber einige Leute wollen etwas Modernes sozusagen. Es ist noch nicht fertig. Wie gesagt, es ist immer noch eine experimentelle Funktion. Wir hoffen, dass unsere Designgemeinschaft das fertig macht für LibreOffice 6.1. Aber wie gesagt, je mehr Hilfe, desto besser. Je mehr Hilfe wir bekommen. Und wie ihr uns helfen könnt, zeige ich jetzt. Wir suchen Unterstützung, also als Projekt, als Community, wir suchen Unterstützung in den Bereichen Entwicklung. Natürlich, aber das ist nicht alles. Benutzerhilfe. Ich habe euch diese Ask LibreOffice-Seite gezeigt. Ja? Das ist ein guter Weg, anderen zu helfen über Ask LibreOffice. Übersetzungen sind ganz wichtig, nicht nur von der Oberfläche
sondern von Dokumentation und unserer Webseite und viele andere Ressourcen, Testen, Qualitätssicherungen, Qualitätssicherungen. Wir haben einige Mitglieder der deutschen Community, die uns dabei helfen. Die sind sehr fleißig mit auf Bugzilla und mit Bug Reports. Design, auch ein wichtiges Thema, besonders da wir diese neue Oberfläche haben möchten. Marketing, das mache ich, aber ja, immer mehr Hilfe wäre gut, besonders da mein Deutsch nicht perfekt ist. Und Dokumentation, ist vielleicht nicht so ein spannendes Thema, Dokumentation, aber wer weiß, vielleicht kriegt man eine Karriere in Technical Writing, wenn man dabei ist. Also es gibt einen Platz für alle im Projekt, würden wir sagen. Und wir haben dazu Flyer erstellt, macht mit. Also ihr könnt etwa einige holen und auch Aufkleber dazu. Also für eure Laptops und alle anderen Geräte, nimm eine oder nimm von meinem Kollegen da. Aber wo könnt ihr uns treffen? Wie könnt ihr uns kennenlernen? Und wir haben eine Mailingliste. Ja, das ist, wie man erwartet heutzutage. Einmal im Monat haben wir ein Telco, eine Telefonkonferenz. Ja, normalerweise jeden vierten Dienstag im Monat, 19 Uhr, aber das ändert sich manchmal. Aber da sprechen wir zusammen über Themen. Es gibt neue Gesichter, alte Gesichter. Und dann jedes Jahr haben wir ein Community-Wochenende. 2017 war das in Berlin. 2018, vor zwei Wochen, war das in Hamburg. Also beide ein bisschen weit weg von hier. 2019 findet es vielleicht im Linux Hotel Essen statt. Kennt ihr Linux Hotel Essen? War jemand da? Ja? Ich war niemals da, aber ich habe gehört, das ist so ein großes Gebäude, wo Linux-Communities zusammenkommen können und Ideen austauschen und so. Und im September haben wir unsere jährliche LibreOffice-Konferenz. Das war, dieses Jahr findet es in Tirana, in Albanien statt. Wir haben eine große, wachsende, junge Community in Albanien und die wollen unsere Konferenz veranstalten, also Hut ab. Letztes Jahr waren wir in Rom und 2016 waren wir in Brno in Tschechien. Hier gibt es ein Bild vom letzten Treffen in Hamburg vor ein paar Wochen. Das fand gleichzeitig zu einem Hackfest statt. Also da gab es 45 Teilnehmer. Einer haben sich um diese Hackfest gekümmert, haben Bugs behoben. Aber die anderen Teile, wir waren, wie gesagt, von der deutschen Community, wir haben Ideen ausgetauscht. Und hier ist eine meiner Lieblingsbilder. Das ist von der 2016 LibreOffice Conference in Brno. Da gab es, glaube ich, 180 Teilnehmer. Das Wetter war schön, das Bier war billig. Ja, was braucht man mehr eigentlich? Ja, und also es wäre schön, wenn ihr dabei seid. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ich glaube, ich bin ziemlich schnell da oder eine halbe Stunde. Ja, ihr findet mich auf E-Mail, auf Telegram, auf IRC, ich glaube, das war's. Instagram bin ich nicht und andere Dienste, da bin ich auch nicht. Also ja, wenn ihr Fragen habt, dann schieß los. Fragen über LibreOffice oder The Document Foundation oder Großbritannien oder Bier oder ja. Ja, ich glaube Collabora, ich weiß nicht, wie man das sagt. Das ist eine Firma, die LibreOffice Online entwickelt und unterstützt. Auf Collabora Webseite es gibt Code, Collabora Online Development Edition. Und da kann man LibreOffice Online einfach ausprobieren
ohne es installieren zu müssen, ohne Docker und Nextcloud und OwnCloud und Cifile und alle diese anderen Dinge. Ich weiß, es ist nicht so einfach für Endbenutzer, die LibreOffice Online einfach ausprobieren möchten, aber wie gesagt, was können wir machen, wenn wir LibreOffice Online für alle verfügbar machen? Wir haben 100 Millionen Endbenutzer und dann, wenn nur 2% diese Online-Version benutzen wollen, dann sind wir plötzlich Dienstleister, dann haben wir ganz andere Probleme, als eine Community aufzubauen. Also ja, LibreOffice Online, ja, man muss die Software mit einem File-Sharing-Service verknüpfen, wie Nextcloud, OwnCloud, ich glaube Cifile auch. Aber es gibt immer mehr Webseiten und Dienstleister und Firmen, die LibreOffice Online haben. Teilweise kostenlos oder man muss auch etwas zahlen. Ja. Noch Fragen? Ja. Ihr könnt alles in LibreOffice erreichen, was ihr wollt. Ich kann das, ich kann nicht antworten. Okay. Nix? Hast du eine Frage? Hm? Ah, ja. Gibt es Überlegungen, die Sidebar ein bisschen aufzurichten? Das finde ich eigentlich viel praktischer wie die Pseudo-Ribbon-Bar. Naja, die Sidebar gibt es immer noch. Da sehen wir. Ich weiß nicht, warum das ist. Aber was hast du, aufzufrischen oder zu verbessern, meinst du? Oder? Ja, genau, eigentlich mehr Zeit in die Sidebar zu stecken, wie für die Ribbons. Dann schick uns deine Aufregungen, schick uns deine Ideen, das wäre gut für unsere Design-Community, ja. Wir arbeiten daran. Also ja, zurzeit kriegt diese Notebook-Bar Aufmerksamkeit, aber ja, wenn du Vorschläge hast für die Sidebar, dann sag uns einfach, wir sind offen. Ja, das bedeutet nicht, dass wir jede Idee einfach nehmen werden und sagen, okay, das geht in die Software, aber ja, die Seitenbar könnte verbessert werden, ganz bestimmt. So, noch was oder noch eine Frage? Ja. Off-topic, wann kommt die nächste Folge Linux Voice? Linux Voice. Ja, also du kennst unseren Podcast, oder? Ja, vielleicht niemals. Ja, Linux Voice ist vorbei, unsere Zeitschrift ist vorbei. Es waren schöne Zeiten da, aber ja, vielleicht machen wir einen neuen Podcast, aber mit einem anderen Namen. Also ja, aber das werdet ihr sehen, ja. So, wenn es keine... Hast du eine Frage? Wo gibt es noch Bedarf an Übersetzungen ins Deutsche in dem ganzen Projekt? Überall, glaube ich, aber besonders in Dokumentation. Ich glaube, die Oberfläche von LibreOffice wird fast zu 100% übersetzt. Aber das weiß ich nicht genau. Also einfach unsere Mailingliste anschreiben und du kannst sagen, ja, ich möchte dabei helfen. Wo gibt es diese Lücke? Wo gibt es nur Englisch-Text, aber das wäre schön, ja. Aber Dokumentation, wir haben diese User-Guides, diese Handbücher, die sind meistens auf Englisch, die werden aktualisiert und dann brauchen wir Leute, die die Aktualisierungen übersetzen. Also, gibt es da eine Art Autorensystem, wie das funktioniert, wo die englische Version praktisch entwickelt wird und dann irgendwie, wie soll ich sagen, Hilfestellung bekommt, was sich geändert hat, dass man Ja, für die Oberfläche und ja, wir benutzen Pootl. Es gibt dieses System, diese Software Pootl für Übersetzungen. Also du kannst sehen, wo, zu welcher Zeit was geändert hat. Das meinst du, oder? Ich glaube, es geht auch für die Dokumentation. Für die Dokumentation, ich glaube, es geht da mehr um eine Datei in LibreOffice laden und da selbst manuell den Text übersetzen. Soweit ich weiß, das ist nicht so schön wie mit Pootl, wo alles teilweise automatisiert werden kann. Aber ja, wie gesagt, wir tun, was wir können. Ja. So, andere Frage, oder? Das war's, oder?
Ja, okay, danke. Wie gesagt, ihr könnt Aufkleber holen für eure Geräte und Flyers und so oder mich persönlich Fragen stellen.